Das perfekte kleine schwarze Kleider für Silvester. Es gibt Kleidungsklassiker, die einfach jede R im Kleiderschrank braucht. Dazu gehört natürlich auch das kleine schwarze. Also ein Kleid, das schwarz ist und zu jeder Gelegenheit getragen werden kann. Doch wie findet man diesen Evergreen, den man sowohl zu Familienfeiern als auch zu offiziellen Veranstaltungen tragen kann und der sogar im Alltag, mit dem richtigen Styling, eine gute Figur macht? Schließlich ist ein normales schwarzes Kleid nicht gleich das perfekte kleine schwarze. Klein ist hier übrigens nicht im Sinne von kurz zu verstehen, es darf auch gern eine Midi-Länge haben. Wichtig ist bei der Suche vor allem eins, dass es elegant ist. Ein ideales Beispiel für das perfekte kleine schwarze ist das Kleid, das Audrey Hepburn in Frühstück bei Tiffany als Hollygolichtli trägt, während sie sehnsüchtig in das Schaufenster der Luxusschmuckmarke schaut. Damit sie genauso wie die Filmdiva an Silvester glänzen können, haben wir die besten Kleider für sie gefunden. Ein schwarzes Cocktailkleid ohne großartige Verzierungen ist der Klassiker unter den kleinen Schwarzen. Am Oberkörper schmal geschnitten, läuft es nach unten im A-Linienstil aus. Aber auch die Pinselskirtform ist eine gute Wahl, wenn Sie Ihre Figur betonen wollen. Als Stoffarten werden oft Samt, Satin oder Seide verwendet, die dem eleganten Look den letzten Touch verleihen. Heutzutage werden auch andere Materialien verwendet, die aber nicht weniger edel sind, wenn Sie dazu die richtigen Accessoires kombinieren. Machen Sie es wie Audrey Hepburn als Hollygolichtli und kombinieren dazu lange Handschuhe. Kreieren Sie einen Hollywood-reifen Diven-Look. Für Sie darf es etwas mehr sein? Kein Problem. Leichte Verzierungen nehmen dem Gesamtlook nicht seine Eleganz, sondern geben dem Outfit etwas mehr Aufregung. Mit einem Kleid, auf das schwarze Perlen genäht sind, machen Sie beispielsweise auch nichts falsch. Pailletten sind aber auch eine gute Wahl und besonders für Feiertage wie Heiligabend und Silvester geeignet. Doch auch bei der nächsten Familienfeier zu einem runden Geburtstag oder dem nächsten großen Hochzeitstag der Verwandten können Sie das Kleid tragen. Wenn es warm ist, sind mächtige Stoffe wie Samt fehl am Platz. Stattdessen kann es etwas leichter werden. Ein Blazerkleid ist für diese Fälle gut geeignet, ebenso wie ein Blusenkleid aus leichtem Chiffon. Kombinieren können Sie beides sowohl mit dünnen Oberkniestiefeln als auch ein paar High Heels aus Satin. Während Blusenkleider immer etwas zurückhaltend sind, werden Sie mit einem Blazerkleid ein absoluter Hingucker sein. Schwarz ist nur etwas für trauernde Menschen. Der Auffassung war man jedenfalls damals. Auch heute noch ist die Farbe hierzulande angemessen, wenn getrauert wird, doch das Schwarz hat längst die Schattenseiten des Lebens verlassen und erfreut sich immer mehr Beliebtheit. Verständlich, denn die eigentliche Nichtfarbe ist einfach ein Klassiker und so leicht zu kombinieren wie keine andere. Und wie könnte es anders sein, als dass Modelegende Gabrielle Coco Chanel dazu beitrug, dass sich das kleine Schwarze auch in der Modewelt etablierte? In den 1920er Jahren brachte die Modekönigin das schlichte Kleidungsstück das erste Mal auf den Markt, das sich von dort an zu einem Symbol der modernen Frau entwickelte. Ein Trend, der sich also seit über 100 Jahren hält.